Hey und willkommen zu einer neuen Baufolge zum Mehrgenerationenhaus. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter mit den Details in der Küche. Da haben wir noch einiges, so, ja, einiges nicht, aber so ein bisschen Details auch mit dem neuen Set. Da gibt's richtig schöne Döschen und die Garage, die wird noch weiter gemacht mit euren Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht's heute weiter mit dem Wohnzimmer der Großeltern. Die süßen Omis und Opis haben wir ja erstellt. Im Erstelle 1 Sims, nur eine Omi und ein Opi. Aber die bekommen ein schnuckliges Wohnzimmer und ich versuche wieder so die Mischung hinzubekommen zwischen rustikal und modern. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Jetzt geht's los. So, da seht ihr es, unser Mehrgenerationenhaus. Nochmal danke an alle, die auch bei dem Erstellen der Sims dabei waren. Ja, für diese süßen Omis und Opis. Die Hälfte der Sims haben wir schon, ein bisschen mehr. Ich glaube, 5 von 8 haben wir schon erstellt. Könnt ihr euch angucken im Livestream. Und für die süße Omi und den Opi, da gibt es auch noch eine Spülmaschine. Das habt ihr euch zuallererst mal gewünscht. Da gehen wir mal rein und suchen uns da eine. Ich glaube, die ist die bei Spülbecken dabei. Nee, dann ist die bei Küchengeräte hier mit drin. Ja, da ist er doch. Dann nehmen wir doch auch die schöne helle hier. Und ich möchte auch noch so ein paar Dekosachen. Ich packe das mal neben die Spüle, finde ich gut, oder? Ich packe auch noch so ein paar Dekosachen rein aus dem Set. Aus dem Küchenset. Landhaus-Küche-Set. Wie auch immer es heißt. Und da können wir auf jeden Fall uns noch was rausholen, würde ich sagen. Oder was haben wir denn da noch? Ist das hier auch mit drin in der Deko oder haben sie das wieder nicht einsortiert? Gleich mal gucken, gleich mal kontrollieren hier. Ist immer eine Wucht. Oder Daniel übersieht's, weil wir mittlerweile so viel Krams haben. Ja, oh, der Schrank ist auch wundertoll. Den brauchen wir unbedingt irgendwo hier drin. So ein schöner rustikaler Schrank hier, der ist mega nice. Der ist mal mega nice. Ja, ich glaube, wir sind schon längst drüber, weil die günstigeren Zahlen sind eigentlich weiter oben. Das sind ja diese kleinen Büchsen da. Bei mir tut der Filter irgendwie nicht, weil irgendeine Mod damit wahrscheinlich in Konflikt ist. Deswegen suche ich mich hier dumm und dämlich, aber nicht bei der Küchendeko, wie es aussieht. Ja, dann gehen wir mal hier in die Deko rein. Gucken mal bei Gerümpel. Oh, da haben wir schon das eine hier gesehen, das Pflänzelkästelein hier. Ja, das ist auch ein süßes. Ah, oh, das ist so schön, oder? Das können wir vielleicht irgendwo draußen noch dazu stellen zu unserem Blumenbindentisch oder so. Ich pack's mir nur mal da raus, damit ich es nicht vergesse. Gerade die neuen Sachen, die vergisst man irgendwie immer wieder, ne? Letztes Mal haben wir hier auch die Küche gemacht, ne? Wisst ihr Bescheid. Und da habt ihr auch, wie gesagt, hier kommentiert einmal die Spülmaschine. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Krams. Ich glaube, wir sind in der gleichen Kategorie, kann das sein? Ist das wieder in einer anderen Kategorie? Uiuiui. So schöne Boxen, so schöne kleine Sachen. Es gibt auch hier im Channel ein Vorstellungsvideo zu dem Set, falls ihr das noch nicht habt oder euch informieren wollt. Was ist denn da genau drin? Was bekomme ich denn da? Da habe ich eine knackige Übersicht gemacht, was Sets eigentlich sind. Und auch, was dieses Set speziell dann auch enthält. Ich finde aber die Küche für dieses Haus ein bisschen zu rustikal. Es ist ja ein Neubau und kein Landhaus oder... Und es ist so ein bisschen urig hier in der Küche, aber nicht zu sehr. Kekse haben wir schon. Kekse. Oh, das Regal habt ihr euch auch gewünscht für die Garage. Das habe ich mir hier notiert. Genau. Das setzen wir auch mal rein. Passt nicht rein. Ich packe es erstmal hier zur Seite. Ja, das ist ja wieder mal typisch. Hier haben sie es wieder nicht einsortiert hier. Uiuiui. Wieder nichts einsortiert. Da gibt es doch nicht. Ist das denn die Möglichkeit? Oder habe ich schon wieder überscrollt? Ich habe die wahrscheinlich noch nicht im Blick, weil ich die noch nicht kenne. Ist das bei Statuen drin vielleicht? Kann auch immer sein. Ah, da ist es. Guck mal. Ernteeimer. Oh, das ist so toll. Das ist so, so cool. Oh, ich nehme den blauen da. Das passt voll gut mit den Rosen. Den können wir da mal in die Ecke stellen. Aber ich würde da den Griff nach vorne. Der ist so schön. Ja, mit den schönen Macken und alles hier mit Äpfel. Und da gibt es dann noch diese Boxen. Die finde ich so toll. Gerade die kleinen, da könnte man auch noch mal eine nehmen. Ist auch egal, welche Farbe, hauptsache irgend so eine Box, oder? Das ist so süß. Was süß gemacht. Schnuggelig hier. Brotkasten. Ja, sollen wir den austauschen gegen den anderen? Vielleicht haben sie das mal mitgebracht, bevor sie umgezogen sind in diesen Neubau. Komm, wir nehmen das mit der Kirsche. Ich finde die voll schön. Nehmen wir mal das und das ersetzen wir hier. Lass er mich nicht drehen, du. Was ist denn das für einer? Da lässt er mir das nicht auf der Theke drehen.
Das ist ja mal wieder komisch. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Sondern mal wieder bb.moveobjects. Anscheinend sind die Slots schon belegt. So, jetzt passt's, ne? Ja. Ist halt ein bisschen weniger Kinder mit drin, aber die sind sonst überall im Haus verteilt. So, dann gehen wir in die Garage. Auch da habt ihr fleißig kommentiert. So ein bisschen Bastel-Eck für den Opa. Unser Opa ist ein Professor geworden. Im Erstelle 1-Sim. Deswegen passt es nicht mehr so ganz. Wenn das da einmal. Eigentlich passt es besser hinten in die Nische da, ne? Das ist ein bisschen hoch. Wegen der. Unserem Sifo hier. Der Sift hier da. Dann machen wir ein bisschen höher wieder, das Sift-Zeug. Ja, müssen wir Opa wieder reparieren, hier den Schrank verschieben. So, dann machen wir die Dekobox dahin, dann hat es auch wieder einen Sinn wieder und ich hoffe, man kann da nur durchlaufen, weil wird ein bisschen jetzt aber eng hier. Wird langsam aber sicher sehr eng. Okay, dann haben wir da noch ein bisschen Krams und da könnte man jetzt auch noch, das habt ihr auch noch geschrieben, so ein paar Teppiche hinlegen, beziehungsweise Zeitungsteppich. Ich glaube, eine Werkbank kriegen wir da nicht rein, das ist zu eng. Aber diese Zeitungen, die sind ideal. Die sind wirklich richtig gut. Und da gibt es auch die etwas schmutzigeren. Die könnte man nur machen. Also ein Reifen ist da noch ein bisschen hier getrieft hier. Getriefelt. So, guckt das da raus? Ne, alles gut, ne? Alles gut. So, dann haben wir das auch. Finde ich voll gut. Sehr gute Idee, danke euch. Ja. Box haben wir schon. Schneekugelbox. Ich glaube, damit ist die gemeint, oder? Auf jeden Fall haben wir die schon. Und Teppiche war auch noch die Sache. Da gibt es dieses Dreiergespann aus Waschtag. Das soll ich doch in der Garage mal ausprobieren. Hier, das sieht dazu aus, wenn man die nicht mehr braucht. Das könnte man auch noch ausprobieren. Aber ich glaube, die sind auch ein bisschen groß. Wir haben nicht viel Blatt hier. Könnt ihr ein bisschen kleiner machen. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Nee, das passt nicht so gut da rein. Okay, dann haben wir die aber auch mal hier ein bisschen erweitert. Man kann natürlich auch hier an der Wand nochmal so ein bisschen was malen, vielleicht so ein bisschen so ein Weihnachtsdeko-Schild oder so. Und da mal gemalt und aufgehangen. Oder was gibt's noch in der Garage? Bisschen hier noch so zu. Ja, Besen. Besenkrams. Snowboards. Skateboards, ja, ne? Ja, das passt jetzt nicht so arg. Aber wir können die normalen. Und das Fahrrad war noch, genau, das Fahrrad war noch gewünscht hier. Ich lese auch hier gerade. Ja, das Fahrrad. Das ist doch mal hier gut. Das passt ja perfekt da rein. Sehr schön. Nehmen wir nochmal eins. Nehmen wir nochmal eins, oder nicht? Fahrrad in Verkehrsmittel. Fahrräder kann man nie genug haben, ne? Ja, ist auch ein riesiges Haus, da müsste es eigentlich noch mehr Fahrräder geben. Aber das wird jetzt hier ein bisschen eng, du auch, mit der Dekobox da. Ja, aber das geht noch. So, dann nehmen wir da nochmal ein bisschen anderes. Draht. Wir nehmen das schlichte, normale, oder? Nicht das Holzfahrrad. Das finde ich ein bisschen komisch, das Holzfahrrad. Das ist so ein Holzfahrrad. Können wir auch nochmal hier, das Grüne ist voll schön, ne? Mit dem Grün und Blau, so soll es sein, unsere Garage. Ah, ja. Jetzt wird es hier schnuggeliger in der Garage. Ihr könnt weiterhin gerne kommentieren. Ein bisschen was kriegen wir nur unter. Vielleicht noch ein bisschen was für die Wand hier oder so. Was machen wir denn da? Risse und so möchte ich da nicht reinpacken. So, da würde ich mal jetzt in das hellere Holz reingehen. Das finde ich voll schön. Passt auch zur Küche dann, ne? Dass wir da vielleicht auch wieder in das hellere reingehen. Das ist so ein schöner Stil. Und man müsste jetzt hier nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier ist ja unser Badezimmer und hier ist unser Schlafzimmer. Hier haben wir noch so eine kleine Waschküche, in Anführungszeichen, Halsraum und Wohnzimmer hier natürlich, ne? Und deswegen müssen wir jetzt gucken, mit einem riesigen Flur hier, jetzt auch ein bisschen sparen können beim Flur, dass wir jetzt hier irgendwo den Esstisch so mitten rein hier reinkriegen. Das ist ja der kleine. Die haben ja einen riesigen Familien-Esstisch. Ich zeige den gleich mal. Drüben hier, da haben wir den großen, da passen alle auch hin. Und da brauchen wir aber trotzdem so einen kleinen Esstisch. Also manchmal, na klar, muss man sich da auch setzen oder Frühstück und so. Wird vielleicht nicht gemeinsam gemacht. Ich würde da aber wirklich so einen normalen, ein Kästchen großen Tisch reinsetzen, wenn wir da einen schönen denn finden. Ja, so einen Bartisch würde ich jetzt nicht nehmen.
Also ein bisschen, oh, schon ein bisschen nicht so schön. Ist dann langweilig für einen mit Tischdecke. Haben wir einen, der wohl irgendwie nicht so arg knallig ist? Oder da sogar so einen weißen? Das fände ich eigentlich ganz schnuggelig. Ne? Mit so einem Tischdeckchen, das kann man sich vorstellen, hier Oma. Tischdeckelein. Und. Na. Ja. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht so ein bisschen diese 70er-Möbel hier. Das wäre noch was. Ich hätte aber gerne da tellere Holz. Guck mal, der passt auch gut dazu. Da hier mal noch so ein Tisch. Er wird schon wieder groß hier. Ne? Er wird schon wieder hier sehr groß. Ist der nicht so arg, der am Flur ist. Aber so geht es eigentlich ganz gut. Wenn der mittendrin ist, wisst ihr nicht. Ist doch schön. Dann machen wir noch die Wände schön und gucken nochmal. Und so passt das doch. Kleine Bude. Machen wir den vielleicht zu schräg. Ist der so ein bisschen quadratischer. Hier vom Raum her. Hier ist so eine gerade Linie. Und nicht so ein Stuhl, der da einzeln noch aussteht. Ja. Oder? Ist doch gut. Ist doch gut. Ja. Und dann holen wir uns hier. Ist eigentlich eine riesige Wohnung. Man denkt immer auch voll klein. Aber für Sims-Verhältnisse ist das eigentlich klein. Also eigentlich eine ganz normale Wohnung, ne? Wenn man so will. Eigentlich. Also nicht mal irgendwie klein oder so. Sogar eine mittlere Wohnung, würde ich mal sagen. Ja, auch hier ist es wieder das Couch-Problem, ne? In welche Richtung gehen wir denn da? Oh Mann. Das ist gemein. Ich würde so gern wieder die hier nehmen, aber die gleiche Couch? Das wäre schon komisch. Das wäre schon komisch. Ich hätte so gern eine mit Kissen. Eigentlich muss es so eine sein, aus Hunden und Katzen, oder? Die ist jetzt nicht unbedingt alt. Ist einfach eine ganz normale Couch irgendwie so, ne? So eine. Die muss jetzt nicht. Ich finde das voll schön mit dem Beige. Das können wir gleich mal nutzen. Nicht weiß machen wir nicht, weil weiß ist immer so Couch und. Aber so ein schönes Beige da auf diesem dunklen Boden. Ist das helle dann. Und es ist nicht weiß, so clean, sondern es ist so ein bisschen beige halt, ne? Ja, da gibt es auch dieses schöne Regälchen. Das ist so ein bisschen schlichtere Möbel sind das jetzt. Aber vielleicht können wir da auch noch mal was finden. Oberflächen. Was ein bisschen. Bisschen mehr irgendwie so da. Sowas vielleicht. Ja, das ist ein bisschen zu arg jetzt wieder, oder? Ich gehe, glaube ich, mal wirklich in Hunde und Katzen. Da können wir vielleicht auch den Schrank kombinieren. Weil ich glaube, in Hunde und Katzen gibt es da auch noch so einen Schrank. Ja, das würde ich so ungern weggeben. Ein urigen Sessel. Eigentlich könnte man auch zwei Sessel nehmen. Das wäre natürlich auch noch so ein bisschen besser, weil dann hätten die beides so ein bisschen. Ah, die sind schon cool, die Sessel. Die müssen wir unbedingt eigentlich reinnehmen. Oh, der ist so toll. Ja, das B-Sting dann, ne? Dann nehmen wir den auf jeden Fall noch mit rein. Hinten für die Kinder, machen wir das so, oder? Da hat man ja auch ein bisschen Luft. Das geht ja nie hier auf hier. Da ist ja hier nur die eine Scheibe geht ja hier auf. Die schiebt es dann hier rüber. Und dann können wir hier eigentlich noch was stellen. Man könnte auch noch ein Stück weiter vielleicht rüber. Da ist da hinten nicht so gequetscht. Hier noch ein bisschen vor, so vielleicht. Ja, oder? Ja. So mal grob von der Aufteilung. Finde ich das doch ganz gut. Da gibt es noch so ein Sideboard. Genau, das ist doch das, was ich dachte. Das andere ist mir zu urig. Das sind diese schöne Holztisch auch mega schön. Flurregal. Ja, ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, dann haben wir das so passend zum Rest auch. Haben die vielleicht ihre Möbel mitgenommen vom Umzug? Das ist doch ganz gut, weil hier brauchen wir eh noch ein bisschen was. Im Flur. Das darf nicht fehlen. Das ist auch das tolle Badregal da, ne? Auch mega schön. Und dann richten wir das zu hellhölzig ein. Hauptsächlich. Aber das gibt es auch so einen Schrank. Oh, da wäre natürlich auch was. So eine riesige Vitrine. Das wäre natürlich auch was Schönes. Die haben immer so große Schränke, oder? Die Omis mit den Tellern und so. Eigentlich fast schon zu groß. Das muss dann weg hier. Sollen wir dann überhaupt einen Fernseher machen? Oder machen wir dann hier eher sogar mehr so ein Kamin hin. Das wäre, glaube ich, besser, oder? So ein.
So ein Schnuggi-Kamin. Nee, die glaube ich, oder? Da gibt es nämlich auch der Teller dann wahrscheinlich, oder nicht? Gibt es tatsächlich nicht. Aber das wäre schon mal was Schöneres. Das wäre schon mal was Schöneres hier. Ein Kamin, man sieht auch das Licht, wenn man den erstmalig platziert. Was haben wir denn noch? Kamin wäre eigentlich eher dann auch ein neuerer da drin, oder? Wenn man da neuer baut. Das ist halt die Frage. Auch ein Kachelofen wie drüben? Nee, ne? Der ist halt auch wunderschön, der Kamin. Ist halt auch wunderschöner Kamin. Da müsste man aber jetzt ein anderes Holz nehmen. Das müsste ganz anders sein. Entweder gleich oder ganz anders. Das ist auch ein schöner Kamin. So ein bisschen was Buntes. Oder nicht? Blau und Gelb. Wir haben noch gar keine Farben hier drin. Das fände ich eigentlich ganz schön. Wenn man hier so ein bisschen dann in dieses... Nicht sowas. Ne, das ist auch viel zu dunkel. Ja. Auch vielleicht in die Richtung. Ist auch so eine schöne Farbe, ne? So grau-weiß. Wir müssen da irgendwie noch eine Farbe ein bisschen finden. Gelb natürlich, ne? Ich würde ein bisschen Sonne reinbringen in dieses... In dieses etwas, ja, nicht Loch, aber es ist nicht sehr sonnig hier den ganzen Tag über. Ein bisschen Sonne in das Haus. Der Kamin gefällt mir irgendwie nicht, muss ich sagen. Das ist irgendwie doch dann... Der Vampire vielleicht. Das wäre aber das auch noch sehr schwer. Nee, das ist zu... Einfach so einen schlichten Kamin dann da, ne? Elternfreudenkamin. Mit weiß und schwarz. Orange, ganz weiß. Wer holt sich einen weißen Kamin, Mensch, ne? Dieses Regal ist echt eigentlich zu groß. Man hat ja eigentlich gar kein Esszimmer da drin. Eigentlich Esszimmer und Wohnzimmer. Da müsste man das, wenn, dann hier hinstellen eigentlich. Sonst ist es hier zu schwer alles. Weil wir hier lieber Aktivitäten und hier das Regal. Kann man den Schrank noch ein bisschen in die Wand reintricksen, dass er nicht so weit rausguckt. Das wäre mir ein Anliegen. Aber die Rückwände lassen wir rechts und links. Und in der Mitte machen wir die aber weg. Man könnte da sogar jetzt auch noch so ein Bild reinsetzen. Wenn wir denn was finden, was da reinpasst. Aber man kann es ein bisschen verstecken. Und dann doch irgendwie... Das wäre doch schnuggelig. Schnuggelig. Jetzt kommen wieder die... Jetzt kommen wieder die Sonnenblumen hier raus. Das ist natürlich auch nichts. Das ist natürlich auch nichts hier. Ja, wäre schon die Farbe ganz gut. Aber da könnte man das dahinter verstecken, ja? Und dann holt man den Schrank doch noch ein bisschen raus. Und dann sieht man den Rahmen nicht mehr von dem Schrank. Das steht da wieder fast ganz normal, ne? Ja. Das ist doch irgendwie süß. Okay. Das Sonnenblumenbild habe ich schon so lange nicht mehr verwendet, dass ich es fast schon wieder gut finde. Ich finde dieses Bild immer noch sehr toll. Das ist auch so was Schlichtes irgendwie und trotzdem irgendwie was Gemütliches. Also dieses Herbstfeeling, ne, auch. Ultramodern. Es ist ganz schwierig, die Mischung wieder hier zu finden. Es ist schon nicht ein altbackenes Haus, aber auch nicht irgendwie modern, ne? Das ist so die Frage. Ist auch mal ganz schöne Bilder. Ich finde das auch toll. Das ist auch so ein richtig schönes Bild, aber das passt auch nicht so ganz. Das müssen wir aber mal vielleicht mal ausprobieren. Also das ist mir irgendwie zu verspielt. Das wäre auch schön, so ein bisschen die Urlaubsbilder oder so. Ne, wo warst du schon überall in deinem Leben? Das ist sehr, sehr persönlich und nicht nur so ein x-beliebiges Kunstwerk ohne Bezug. Unsere frühere Farm, bevor wir hierher gezogen sind, oder? Auch so toll.
Oder so eine Erinnerung an den Hund oder so. Der war früher Jäger oder so, der Opa, keine Ahnung. Das Haus ist noch voll düster irgendwie. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinpacke. Das ist eher so ein Museumsbild mit so einer Plakette drauf da, ne? Ich finde das auch schön, das ist schön hoch hier. Aber hier muss nochmal irgendwas. Da muss nochmal so ein Sideboard mit schönen Blümchen drauf und so. Ich gucke mir doch nochmal den Hunde und Katzen rein. Oberflächen. Alle. Nee, ne? So was Richtiges gibt es da auch nicht. Das ist mir zu rustikal. Das ist fast schon wieder zu schnörkelig. Das war ja, das haben wir am Anfang auch schon angeguckt. Ja, das ist wieder schwierig da, ne? Wenn man das Weiße nimmt, dann hat das wenigstens nicht so goldene Griffe irgendwie. Das mit dem Spieltisch wollte ich eigentlich hier drin lassen, damit die Family hier vorbeikommt und die dann da spielen können. Jetzt haben wir den so ein bisschen rüber noch. Da ist er halt voll im Weg dann, ne? Ist immer am Weg der Tisch, aber müssen wir wenigstens drum rumlaufen können. Das hätte ich gerne hier irgendwie gehabt. Hier. Dann haben wir doch eine Spielecke für die Kids. Was denkt ihr? Man muss die Kids ja irgendwie anlocken. Das Schränkchen gefällt mir auch nicht. Ich würde schon das Helle auch nehmen. Dann können wir hier vielleicht nochmal so ein... Genau, ein Puff. So ein Hocker noch. So ein Schemel. Schön. Ist gekauft. Brauchen die einen Couchtisch oder nehmen wir so klein? Ich würde so einen kleinen Tisch nur am Rand hinstellen. Die sollen da gern ein bisschen mehr vor den Kamin noch rutschen können. Ja, ist immer ein bisschen die Frage, wie macht man den? Nicht so nah, nicht so weit, ne? Das können wir dann auch nehmen. Das ist noch ein schönes Ding. Da hinten muss eigentlich eine Pflanze rein. Ich finde das eher hier, aber die Couch ist so groß. Die gibt es nicht als Zweisitzer, wa? Die gibt es nicht als Zweisitzer. Das ist irgendwie nicht so ganz passend. Das ist eher ein Nachttischschränkchen, oder? Ach, ist wieder heute schwierig. Heute ist wieder Wurmfolge. Wurm drin Folge. Nimm mal Pflanzels. Mit Pflanzels sieht alles gut aus. Alles sieht gut aus mit Pflanzels. Ein bisschen eine frische Milchkanne, Sonnenblumen. So ein Kitty Caddy. Kitty Caddy. Hier ist so eine. Und nehmen wir mal raus. Eine Stehlampe fehlt noch, eine schöne. Das darf nicht fehlen hier. Das muss. Und da haben sie sich vielleicht auch mal eine neue gekauft. Die aus Tiny House ist auch so schön. So eine schöne Lampe. Ist auch wieder mit dem Holz falsch da, ne? Wenn schon, denn schon. Ich würde es nicht so sehr mischen. Das finde ich immer sehr gruselig. Die haben aussortiert, als sie umgezogen sind. So. Ja, Stehlampe ist jetzt da nicht mehr so vorhanden. Beleuchtung. Wir gehen mal direkt rein. Sind wir schon durch? So viele Dinger. Die, ja, so eine hätte ich gern. So eine hätte ich gern. Mitten rein. Oder hier, da muss eigentlich noch ein Tischchen hin, da geht's nicht. Die wird bestimmt ständig umgeschmissen von den Kindern. Ständig. Das Blau ist auch toll. Dieses Graublau. Würde ich nur mal gern suchen danach. So ein hell. Eher ein bisschen dunkler. Das ist eher so. Ja, in die Richtung geht's. Das ist schon ganz gut. Sollen wir in die Ecke wieder gehen? Das haben wir da drüben auch schon so ein bisschen, ne? Ein bisschen weniger grell. Also wir das hier vielleicht machen.
Ist auch schön mit den Kissen, das grünliche und das bläuliche. Wieder das gelbliche, herbstliche. Das ist so irgendwie eine Richtung hat, in die es irgendwie geht. Und hier eine schwarze Katze. Hatte die mal eine schwarze Katze? Können wir da auch nochmal das... Nee, da lassen wir das, oder? Das ist halt so ein Ausreiseobjekt. Auch nicht schlecht. Die urige ist besser hier. Mhm. Brauchen wir was Größeres. Ich glaube, die muss irgendwo hier eher hin. Die werden hier getrocknet. Da hinten muss eine größere noch rein. Ein Bäumchen vielleicht sogar. Ja, bisschen Natur. Nach innen geholt. Schön am Fenster. Da sprießt es. Das ist vielleicht auch noch. Das ist gut. Aber das. Ja, mit dem Metall da, das ist so ein bisschen schwierig hier drin. Ist so ein bisschen kalt. Bisschen kalt. Mit der Markise wollten wir ja auch noch gucken da, ne? Wieder komische Farben da. Kannst du eigentlich nur den nehmen. Oh, ja, die sind gut. Das ist auch toll. So Tannenzapfen hier am Kamin. Das ist, die kann man ein bisschen erwärmen. Dann explodieren die. Ja, so eine kleine Ecke, wo die Oma ihr Kram sammelt. Da hinten. Wir müssen doch mit der Couch noch weiter zurück hier. So, und kleben die da so auf dem. Ja. So ist gut. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Tischchen. Ein kleines. Kleines, bitte ein kleines. Wir nehmen jetzt einfach das Tiny House. Das ist das Einzige, was irgendwie geht, finde ich. Das ist so schwierig sonst. Da gibt es doch auch dieses. Tablett, das ist sehr schön. Da muss ich nicht immer aufstehen. Ich liebe dieses Tablett so gut. Ich dachte eher an so ein Bücherding. Und dann nehmen wir das. Da ist ein Braun. Hm? Ja, da können die beiden knuddeln und ein bisschen mit den Kindern spielen. Und die Kinder, die brauchen hier noch eine coole Wand. Da können wir auch. Ich glaube, das war bei dem mein. Accessoire-Pack Kleinkind. Oder nicht? Nee, das war das Spielplatz-Pack. Kinderzimmer war es dann vielleicht. Kinderzimmer. Das auch nicht. Ja, dann war es Ding. Dann war es Elternfreuden oder wie. Oder was. Oder wie oder was. Hä? War das dann doch mein erstes Haustier oder wie? Ja, da ist es. Für die Kinder. So ein Messding. Blau finde ich ganz gut. Oh, der Bär ist auch süß. Sind alles so gut, ne? Alles so gut. Ich glaube, ich nehme mal den Wal. Der passt hier zu diesem Schiff und Blau und. Blau und Gelb und Weiß, das sind genau unsere Farben. Dann kommen die Kinder immer zu Oma und lassen sich dann messen hier. Wir können hier noch so ein paar Kissen hinmachen für die Kinder. Ein paar Sitzkissen, wo sind die denn wieder drin? Hier bei, da. Ein paar Sitzkissen. Nee, die Farbe gefällt mir nicht. Die ist gut. Die Farbe ist gut. So, ein paar Sitzkissen. Dass die da einfach so ein bisschen knuddeln können hier, oder? So ein bisschen sitzen, ein bisschen spielen. Ein bisschen rumtollen. Ja, nicht Tiere, Kinder. Ja, Tiere wolltet ihr nicht. Ich hab's überlegt, ob die Oma hier noch ein wäre das doch am Türrahmen hin? Noch einen Hund bekommt oder so und wir dann gar kein Opa machen, aber er wollte ein Opa. Da machen wir ein Opa. Häschen, Häschen-Ding.
Das ist so cool. Das ist so cool, das Ding. Die Kinder dürfen bei der Oma die Wand anmalen. Und dann kommt immer was in die Spardose rein, wenn die kommen. Ach, schön. Oder die Vorstellung, die Katze guckt, ich will auch Spardose sein. Ah, geil, die Sau. Wieso ist der Spardose und ich nicht? So. Ah, geil. Ja, das wäre auch noch schön. Es ist zwar wieder jetzt total, ne, aber die, dieser Charakter, dass hier bei der Oma, ich mache das doch mal wieder weg, weil die Fotos sind viel besser. Vielleicht waren das auch die Kinder damals, ne? Also das sind so Kinderfotos, die da aufgehangen haben. Ich suche immer so ein bisschen Story, wisst ihr? Wie ist der? Wir holen uns jetzt erstmal so ein paar Vorhänge. Ja, die edle Tat. Solche sind perfekt für unsere. Müssen wir da nochmal die gelben nehmen, dann kriegen wir ein bisschen Knall noch rein. Hast den Knall noch nicht gehört hier. Dann haben wir da noch ein bisschen was Peppigeres. Das wird cool, das wird so ein bisschen wild, das Wohnzimmer. Ich finde das cool. Das ist so ein bisschen das Krams-Wohnzimmer von der Oma. Die kann doch nichts wegwerfen. Früher haben die ein Haus gehabt, jetzt mussten die in eine kleine Wohnung, weil sie zusammengezogen sind, alles reinpacken, was die so haben. Und dann wird es ein bisschen schnuggeliger. Alles. Das passt hier leider nicht so gut. Wir müssen da vielleicht nochmal irgendwie so ein Wandregal oder so hinmachen. Das wäre vielleicht ganz gut. Und da noch für die Kinder dann noch so eine Ablagefläche, dass wir da einfach so ein bisschen Spielzeug noch drapieren können. Das Kaugummitier. Yeah. Oh, das ist ein Monster-Kaugummitier. So. Spielwürfel. Ja, wir haben ja alle Generationen und sogar Urenkel haben die da. Mr. Blaupelz haben wir schon damals mitgespielt. Der lebt heute noch. Die exzentrische Puppe nehmen wir nicht, aber die Holzautos. Oh ja, das schöne Holzspielzeug. Das ist was Gutes, du. Das ist etwas Schönes. Das schöne Holzspielzeug. Aber die Oma musste sich auch dem Einhornlama hier. Ja. Hingeben. Ist das der Wunsch war. Eine alte Truhe wäre auch noch toll. Das ist ja auch so ein. Für Kinder und für Spielkinder so eine Truhe, wo ganz viel Krams drin ist. Mal die Kissen vielleicht doch noch woanders hin. Weil das ist dann so diese Entdecker. Die gehen zu Oma und Opa und entdecken in der Kiste dann den alten Krams von denen damals. Ich finde das mit dem Regal voll süß, dass das auch so ein bisschen tiefer ist. Aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir die Truhe aufmachen, dann geht die gegen das Regal. Können wir noch ein bisschen höher, so. Bisschen höher noch. Dann machen wir die Höhe vom Kamin. Ja. Vielleicht haben das auch die Kinder gebastelt für die Oma, diese Lichterkette. Und dann musste sie aufhängen. Ach ja, ich überlege mir da gerne Story. Ich finde das voll cool. Irgendwie ist das cool, dass da die Kinder kommen und dass das hier dann so. Das ist auch noch blau. Oder? Lila. So unser lila Blümchen. Das wäre auch gut, ne? Wenn wir in das Lila gehen. Das wollten wir ja drüben machen. Dann hat es nicht so gut gepasst. Aber so ein lila Ton. Ah, ja, das passt auch zu. Ja, da ist so ein bisschen dann das Pflaumenlila, ne? Das Pflaumenlila. Machen wir das hier? Oder machen wir das nur hier? Ich würde es, glaube ich, nur im Wohnzimmer, oder? Sonst wird es zu viel. Jetzt wird es langsam. Ja, jetzt wird es langsam. Das Pflaumenlila ist unsere Highlight-Farbe. Ups, da gab es nur die türkisfarbenen. Das finde ich jetzt gut. Was haben wir denn da noch für? Ja, das sind die Cowboys da noch. Okay. Ja, soweit mal, oder? Das ist doch gar nicht mal so schlecht.
kann ich mir vorstellen, wie die Kids da rumtollen. Das ist ein belebtes Haus, kein Kataloghaus hier. Da müssen wir uns noch was überlegen hier in die Ecke. Ansonsten kommt wieder ein Pflänzelein. Nee, finde ich gar nicht so schlecht. Da können wir jetzt auch wirklich eins reinpacken. Und zwar dieses... Oh, da müsste auch noch hier eine Blume auf dem Ding, ja. Direkt die lila Farben, ne? Da müsste man noch mal so eine hohe Vase, auch sowas. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön hier. Das ist ein bisschen zu modern für die. Oder? Hier ist so ein ganz schlichten... Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja. Ich finde es gut. Ist ein bisschen eng, es ist auf jeden Fall gemütlich und individuell und ein bisschen zusammengewürfelt auch. Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, das, ne? Da hinten ist es halt wieder ein bisschen schwierig in dem Bild, es ist ein bisschen jetzt da versteckt von dem Blümchen, aber vielleicht sind die frisch und die kommen auch weg oder so. Wir haben da auch so ein lila Kissending. Wenn wir das so machen, dann kann die Oma vorlesen. Während die Kinder da auf dem Teppich sitzen, ein paar auf dem Kissen, kann die da vorlesen. Sollen wir mal gucken, das gibt's auch die blauen nur, ne? So ein lila gibt's da nicht. Mhm. Die Sessel sind so toll. Gut. Haben wir das auch hier mal gewuppt? Haben wir das auch mal gewuppt? Ja, die Oma, die ist so ein bisschen frecher geworden bei uns, ne? So ein bisschen... Die ist noch fit, meine ich. Der steht das, glaube ich, gut, wenn ich so ein bisschen bunteres Wohnzimmer hat, oder? Das sieht gleich noch so ein bisschen wilder aus. Das wollte ich ja auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem Mehrgenerationenhaus. Nächstes Mal geht's weiter. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Und dann erstellen wir auch demnächst wieder die Sims. Guckt in den Sendeplan. simfans.de/Sendeplan. Vielen lieben Dank und immer her mit euren Ideen. Dankeschön. Bis denn. Tschüss.